Hallo Leute, neues Spiel, neues Glück. Heute ist die Food Future Stars Academy aus Simmen gekommen. 88er Stürmer gibt das am Ende. Das ist schon geil. Wobei ich mit dem nicht so klar kam, wo POTM war in der zweiten Woche oder so. Die war schrecklich. Die Karte komme ich überhaupt nicht zurecht. Würde ich trotzdem gerne machen. Die anderen bin ich auch noch dabei. Noch nicht ganz so weit. Mal gucken. Was brauche ich denn am Anfang? Erziele 3 Tore mit League Earth-Spielern. Werde ich mir in die Food Champions mit reinpacken, auf jeden Fall. Simon Plus bringt mir wieder mal gar nichts. Division 4 bin ich noch nicht. Hier habe ich 1 von 11, hier 7 von 11. Naja, ich habe ja jetzt auch mal Auszeit gegönnt, natürlich. Naja, wenn man zu viel FIFA spielt, vergeht man ganz schnell den Spaß dabei. Kieran Tierney. Geiler Spieler. Passt aber nicht zu mir und hatte vorhin um die 140, 130.000 gekostet, wo ich geguckt hatte. Ja, ist so ein bisschen der Davis der englischen Liga, habe ich das Gefühl. Also es sieht genauso aus, die Karte. Leroy Sané, wie gesagt, mache ich jetzt nach und nach auch immer. Dann habe ich jetzt Bundesliga noch was gelöst. Bayern wollte ich euch zeigen. Bayern... 6 Spieler mindestens, Bundesliga genau 11, Teamgespannung ist 79, Team Chemie 95, Anzahl der Spieler im Team 11, Ulreich im Tor 1,9, Pavard 2,7, Boateng 6,9, Hernandez 7,6, Hermann 1,2, Aranguiz 1,7, Campbell Erstbesitzer 5,7 für Perisic, Bellarabi 2,4, Rasischer 700 und Jan Fiat der Arp 2,8. Gibt ein Megapack. Ich habe Schluck auf. Warum auch immer. So, Megapack. 30 Stück, 18 seltene. Komm, gönn, EA, gönn. Ich zieh nur Müll. Nur Müll, wirklich. Okay, Wand oder Workout? Kroatien. Sturm, Mandzukic. Hoffenheim, ach, Kramaric. 83er. Och, Mann. Natürlich, 83er ist okay, aber ihr seht es, man will dann doch vielleicht ja dann diesen einen Spieler haben, der halt mal über 90 ist und der ist mir immer noch nicht vergönnt in diesem FIFA-Teil. Ich habe noch was gelöst, oder? Oder? Nee, Augsburg habe ich so eingelöst. Das war ein Müllpack, da wollte ich euch das ersparen, ganz ehrlich. Und dann fehlen jetzt noch 3 Stück. Sind aber doch 3 Stück, die ich euch nicht zeigen möchte, weil Paderborn und so weiter, da mache ich Minus, da habe ich keinen Bock drauf, das in ein Video dann reinzubringen, ganz ehrlich. Bringt überhaupt nichts. Inter Mailand habe ich auch noch gelöst. Glaube nicht, auch ein witziges Pack. War allerdings jetzt nicht der geilste Spieler drinne. Leider. Und dann habe ich noch gelöst zum Abschluss Future Stars Challenge. Endlich mal wieder. Irgendwie gibt es sie nur alle 2 oder 3 Tage. Spieler aus der selben Liga maximal 5. Selten mindestens 11. Teamgesamtwertung mindestens 69. Teamchemie 75. Und Anzahl der Spieler im Team 11. Ihr könnt es aber nicht 1:1 nachbauen diesmal. Frankfurt wird gerade 3-0. Buffon 1:8, weil ich habe fast nur Erstbesitzer drin. Tavernier, Erstbesitzer. Diego Carlos, Erstbesitzer. Bastos, Erstbesitzer. Mauro Rui, Erstbesitzer. Philips, Erstbesitzer. Vasquez, Erstbesitzer. Mate, Erstbesitzer. Lulic, Erstbesitzer. Kray, Erstbesitzer. Dini, Erstbesitzer. Und das war's. Ihr müsst es anders erbauen wie ich. Ihr macht es hier wie ich. Hier eine linke Seite, komplett italienische Liga zum Beispiel, rechte Seite, britische Liga. Hier die 2 Spanier tauscht ihr um gegen britische Liga, dann habt ihr es auch nachgebaut. Ihr müsst nur darauf achten, dass alle selten sind. Goldspieler-Pack, untauschbar leider. Gut, ich habe jetzt keinen Cent reingesteckt, von daher alles gut, keinen einzigen Coin verschwendet. Hat schon wieder jetzt der Dings getroffen, der Chandler. Der hat schon 2 Tore gemacht. Der wird auf jeden Fall im Team of the Week sein. Ne, diesmal war es Silva. Nach Vorlage Kostic. 12 Stück, einer selten. Das ist ein Müllpack. Also da haut am besten wirklich nur Erstbesitzer rein, weil ihr seht, da ist nichts drin. Das ist Müll. Das ist einfach nur
Ärgerlich. 81er. Und damit kann ich noch wahrscheinlich vom Glück sagen. Nee, wird nix. Das ist ja nix. Nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Like das Video, schaut wieder rein und teilt es mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und ich stehe in der Wege, im Moment 3:2.